Ja, liebe Leute, hiermit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Chameleon Gems. Und im letzten Part haben wir Stage 9 hinbekommen. Ja, im ersten Durchgang eigentlich. Also wir haben ja zwei Parts wieder gemacht, oder ich habe wieder zwei Parts gemacht. Genau, und wir haben hier eine Challenge freigeschaltet. Die habe ich jetzt kurz einmal gespielt. Ich bin interessanterweise sogar auf Platz 3 gekommen, ohne Items, also nur die das normale sich verwendet habe. Und wir werden es heute anschauen, habe ich mir gedacht, und nicht Stage 10 schon beginnen. Ich habe kurz noch die Leben, die ich hatte, verbraucht. Darum steht hier wieder 7 Leben. Und ja, wir können hier sogar noch Upgrade mehr machen. Ja, wieso nicht? Dann machen wir doch das. Dann haben wir jetzt schon 6 Minuten. Okay, und 6 Mal das Ganze. Gut. Ja, ich bin bis Level 7 gekommen. Und eben, wie gesagt, 3. Platz. Aber das werdet ihr nachher auch sehen. Bin ich dann vermassler oder irgendwann mal vermassler? Ich habe zuerst gedacht, wir machen hier einfach Stage 10, aber danach habe ich doch gedacht, ja, eigentlich können wir dieses Bonus-Level hier machen. Und da wir ja auch die Stage gerade abgeschlossen haben, steht hier auch ein Part-Name. Nicht wie bei der letzten Bonus-Stage. Ja. Ich finde, die Bonus-Stages gehören natürlich zum Spiel. Also zum Let's Play mit dazu. Und da sie eben zum Spiel ja gehören, gehören sie auch hier mit dazu. Wow. Ups. Ich kann natürlich auch wieder alles falsch machen. Oder fast alles. Ja, was ein Bonus-Stage so ist, wenigstens falls ihr das andere noch nicht angesehen habt, es kommt hier unendlich. Und eben hier steht ja das Level hier. Und das füllt sich immer wieder, je nachdem, was ich hier mache. Also, beziehungsweise, desto mehr weg sind, desto mehr füllt sich das. Das kann dann auch sein, dass ab Level 10 ist, glaube ich, oder so. Nee, aber ein gewisses Level kommt ja die andere Farbe, Violett, noch dazu. Natürlich nervig sein kann. Aber es geht natürlich um den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen. Mein Ziel von diesem Let's Play ist natürlich, also ist ein Part wieder die Challenge so hinzubekommen, dass wir wieder an erster Stelle stehen, wie wir es dann hinbekommen haben. Also, das Level abgeschlossen haben. Hier ist ein bisschen rückwärts gehen nicht unbedingt immer so schön, weil ich hatte schon das Problem, ich hatte nichts mehr, was ich zerstören konnte. Ich musste daher noch ein bisschen warten. So. Blau wäre doch schön, aber das bekomme ich anscheinend nicht. Ja, natürlich in der Challenge-Aufgabe hier. Ich sag Bonus. Bonus-Level ist es natürlich wichtig, auch was ihr eben für Fähigkeiten benutzt. Bei manchen ist es natürlich so möglich, dass ihr mehr Geld bekommt. Das habe ich bisher noch nicht frei gekauft. Kann auch freischalten sagen, aber eigentlich kaufen mehr oder weniger. Von dem her, ja. Irgendwie wird mir ein bisschen schwindelig bei dem Level.
Es dreht sich alles so schnell. Oh, wir sind Level 9. Okay. Es kommt gerade im richtigen Augenblick. Ich mal behaupten. Ich ball da immer gerne in Kreise rum. Habt ihr ja schon längst mitbekommen. Ja. Oder grün. Oh, jetzt ist die neue Farbe dazu gekommen. Ab Level 10, doch. Ich bekomme nur noch Violett als Farbe. Ja, genau. Ich bekomme nur noch Violett als Farbe. Das ist unerhört. Ich meine, ich weiß ja, dass es dazu gekommen ist, aber wegen dem müssen sie mir jetzt nicht Violett geben, wie gestört. Oh, das war rot. Ja. Jetzt habe ich das Problem, dass hier alles so einzeln ist. Ja. Ah, grün. Ups. Das war jetzt eine falsche Reaktion natürlich. Ich glaube, wir kriegen die Bonus-Stage hin. Also ich denke mal, der Rekord liegt wieder beim Set. So, 100.000. Vielleicht auch mehr, ich weiß es gar nicht. Ich habe es eben nicht angeschaut. Ich habe nur gesehen, ah, dritter Platz. So, weg damit. Weil ich war nicht gut. Und ich habe auch keine Items gekauft. Also ich war nur mit dem normalen unterwegs, wo ich halt ausgerüstet habe. Oh. Es kann gut sein, dass der Part jetzt ein sehr kurzer wird. Manche werden da Freude haben, manche nicht. Naja. Ich habe Freude, dass ich nicht lange brauche, um hochzuladen. Oder um den zu rendern. Andererseits, naja. Ist natürlich schön, dass mal wieder ein weiterer Part kommt von Chameleon Gems. Das heißt, ja, das geht weiter. Also, für mich ist es eigentlich ein Vorteil, wenn es auch mal einen kürzeren Part dazwischen gibt. Ich werde den jetzt auch nicht absichtlich in die Länge ziehen. Theoretisch, ich weiß nicht, wie lange diese Bonus-Stage gehen kann. Aber theoretisch könnte sie unendlich lang gehen. Also du könntest ein 5-Stunden-Video machen und naja. Wobei ich glaube nicht, dass jemand das 5 Stunden lang aushalten würde. Gut, du kannst auch auf... Select drücken, also von dem her. Vielleicht werde ich auch mal später dann, wenn wir das Let's Play beendet haben, also im Prinzip alle Stages beendet haben und alle Bonus-Stages beendet haben, wenn ich den alle freischalten, geschaltet habe. Ich hoffe, das kann ich auch. Also ich weiß nicht, ob man dann einen bestimmten Sterne-Ansatz braucht. Das kann natürlich gut sein. Ja. Ich bin mir da nämlich nicht mehr so ganz sicher, ob man da gewissen Dingen braucht. Ja.
versuche natürlich hier auch die meisten Punkte zu kriegen. Ist eigentlich noch eine andere Farbe, das war's. Okay. Kann ich irgendwas dazu tun? Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob es noch eine weitere Farbe gab. Ich denke eben schon. Ich weiß nur, dass die letzte Stage ist einfach Wahnsinn. Sage ich euch. Die war so kompliziert. Ich glaube nicht, dass ich die auf Anhieb hinbekommen werde. Da könnte ich vielleicht 10 Parts machen und ich jetzt noch nicht. Naja, wer weiß. Ich weiß nur, ich habe dort stundenlang verbracht. Wirklich stundenlang verbracht, bis ich die hinbekommen habe. Das ist jetzt, wann, wo ich das LP angefangen habe, ist mir dann wieder in Sinn gekommen, was gemacht habe. Und dachte, oh ja, das war ja gar nicht so leicht, wie ich dachte. Aber das ist eben das Spiel. Das Prinzip leicht. Die Umsetzung dahingegen. Ja. Ihr seht es zum Beispiel, wir sind schon länger als ich meine Fähigkeit aufgerüstet habe. Also upgraded habe. Das heißt schon über 6 Minuten. Blau. Oh, bin doch blöd. Ich hab das Rot verschwendet. Ah, jetzt! Nein. Wir sind schon über Level 16, okay. Schon viel weiter gekommen als beim anderen, oder? Da habe ich doch Level 13 oder 14 was. Das heißt, ich habe schon längstens den Rekord gebrochen. Ja, ist doch schön. Auch rot. Ja, jetzt. War die Rettung ein bisschen. Ui. Ups. Jetzt mache ich total alles falsch wieder. Für das, dass ich eigentlich ab und zu eben sehr schlecht bin, bin ich eigentlich jetzt wieder relativ gut. Okay. Wir hätten fast Level 17 erreicht. Wow. 220.233. Ja, jetzt seht ihr, weit dritter Platz. Ja gut, jetzt ist es vierter. Ich hatte vorher 62.399 Punkte. Wenn ihr den Cash seht, den ich dazu bekommen habe. 22.021. Es ist hier immer durch 10 geteilt. Es war wieder die 100.000, wie ich gesagt habe, von der Punktzahl her. Diesmal Level 13, beim letzten war es Level 12 oder so. Ja, wir gehen back. So, können wir jetzt eigentlich noch was dazu kommen? Bin 1 upgraden, bin hier da noch was upgraden. Also ich gerne mal kaufen würde, wenn du denn zurückgehen wirst, ist, oh, da gibt es sogar das hier mit 35.000.
dass wir dann eine Bonus-Stage mehr Geld bekommen, sodass ich schneller hochleveln kann. Und ich kaufe hier jetzt einfach für den nächsten Part schon mal das Zeug hier. Er wurde jetzt trotzdem 15 Minuten oder so. Also, aber ich würde sagen, an der Stelle vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Chameleon Chaps. Also, tschüss.